Blockiert ist. Er muss sich am Kommunikationsarray festgekrallt haben, nachdem wir ihn ins All geschossen haben. Er lässt sich nicht so leicht entfernen. Isaac, wir haben keine Zeit. Doch, mit den AAS-Kanonen. Manuelle Zielerfassung wie vorher. Ich kann ihn direkt von der Hülle wegschießen. Ich schaffe das. Konzentrier du dich auf die Weller. Okay. Nochmal mit der manuellen Entriegelung der Antenne. Tu es. Die Übertragung ist einsatzbereit. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ende des Vakuums.
Ja, endlich! USM Valor, hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Öffnet nicht die Rettungskapsel. Ich wiederhole, öffnet nicht die Rettungskapsel. Verstanden? Daniels, was ist passiert? Irgendwas hat uns durchgeschüttelt. Was war das? Ein Asteroid? Die Dinger sind jetzt auf der Erde. Einem Rettungsschiff. Sie fanden deine Kapsel. Und das, was mal Chen war. Verfluchte Scheiße! Die Welle ist hinüber. Bis ein anderes Schiff das SOS-Signal empfängt, sind wir längst tot. Nein, das wollte ich euch sagen. Ich habe ein Shuttle auf dem Besatzungsdeck gefunden. Voll intakt. Im Logbuch steht, dass der Singularitätskern des Shuttles fehlt. Das hilft nicht. Stopp! Vielleicht doch. Wenn der Singularitätskern der Welle noch in Ordnung ist, könnte ich ihn bergen und in das Shuttle einbauen. Und dann sind wir raus hier. Wo ist die Welle jetzt? Bei der Kommunikation. Position halten. Isaac, ich schnapp mir einen Anzug und gehe auf die Valor. Wir treffen uns dort und finden den Kern. Die CEC darf gerne warten. Ich rette, was ich kann. Eintritt ins Isaac, ich bin an Bord. Die Welle ist kaputt, aber ich kann die Brücke erreichen. Was war denn das? Schwerelosigkeit deaktiviert. Isaac, wir haben ein Problem. Die Welle hat einen 12-Megaton Sprengkopf an Bord. Der Torpedoraum wurde schwer getroffen. Du musst dich sofort um die Atombombe kümmern, bevor sie hochgeht. Kümmern? 12 Megaton? Du weißt schon, dass ich kein Atomtechniker bin. Du musst nur den Sprengkopf stabilisieren und ihn entsorgen, aber nicht in Richtung wie Ishimura. Oh Mann, Hammond. Du hast doch noch nie Monster mit einem Plasma-Cutter zerlegt. Bisher hast du alles geschafft. Staseeinheiten dabei. Als sie sich verwandelt haben, verschmolzen diese Einheiten mit ihren Körpern. Das haben sie verändert. Sie sind verdammt schnell, Isaac. Sei wachsam.
Commander Kerrigan an das gesamte Personal. Wir wurden von feindlichen Kräften geändert. Es handelt sich um Außerirdische. Ich wiederhole, Außerirdische. Und sie sind extrem gefährlich. Alle zu den Waffen. Feuer frei. Ich muss mit Ihnen sprechen. Wer ist da? Dr. Terence Kine, Wissenschaftsoffizier der Ishimura. Ich habe den Marker für die Kirche untersucht. Ich spreche nicht mehr mit Ornithologen. Aber der Planet wird nicht ruhen, bis der Marker zurück ist. Hauen Sie jetzt nicht ab! Ach nein! Vorsicht, radioaktive Strahlung. Radioaktive Strahlung. Vorsicht, Sprengkopf in Schlacht. Explosive Materialien und Verschluss.
Warum hatte sie dann eine Atombombe an Bord? Und wenn sie ein Ziel hatte, was ist dann noch hier draußen außer uns? Ja, ich weiß. Ich lade gerade den Munitionsbericht herunter. Ich mache dir den Weg zum Maschinenraum frei. Hol den Singularitätskern und lass uns von hier verschwinden. Schießstand online. Vorsicht, Übung mit scharfer Munition. Thank you.
Verriegelung aufgegeben. Fehler. Schießstand außer Betrieb. Bitte Wartung kontaktieren. Isaac, hörst du das? Das ist Chad. Da auf dem Ricklink. Hab ich ihn lebendig eingeschlossen? Das weißt du. Ich kenn doch mein verdammten Corporate. Chad, komm rein.
kritische Gefährdung. Einführung eingeleitet. Gab es auf der Vella nicht nur eine Atombombe, sie waren für einen Krieg ausgerüstet.
Es war keine Patrouille. Sie wussten von der Ishimura. Irgendjemand wusste es. Wir waren alle schon tot, seitdem wir hier ankamen. Die halbe Ishimura ist drin. Jemand muss die Tür öffnen. Was ist dieses Ding mit dir gemacht? Bringen wir ihn zur Carrion. Thank you.
Die Welle fliegt in die Luft. Weg! Warnung. Ausfall der Primärsysteme. Sofort evakuieren. Warnung. Ausfall der Primärsysteme. Sofort evakuieren. Warnung. Ausfall der Primärsysteme. Sofort evakuieren. Warnung, kritische Überlast im elektrischen Hauptnetz.